Unsere Handys wissen extrem viel über unser Leben. Und wir füttern sie jeden Tag mit neuen privaten Infos. Wir machen uns aber viel zu wenig Gedanken darüber, wer außer uns selbst noch Zugriff auf diese privaten Daten haben könnte. Was ich richtig creepy finde, die Anrufe werden auch automatisch mit aufgezeichnet. Hallo Micha. Sie weiß, wo sie war. Sie weiß, was sie mit ihrem Smartphone gemacht haben. Ich würde auch mitbekommen, was ist ihr Login und ihr PIN. Und spätestens jetzt bin ich der Meinung, das ist vollkommen verrückt. Wow. Es gibt Apps, mit denen man unsere Sorglosigkeit schamlos ausnutzen kann, sogenannte Spyware. Und wir wollen testen, was man mit diesen Programmen alles anstellen kann. Dafür habe ich zwei Handys besorgt. Auf einem davon werden wir Spyware installieren und das andere, das ist das Stalker-Handy. Wir haben gegoogelt und eine Software ausprobiert, die gratis und erstaunlich leicht zu installieren war. Mir war bewusst, dass es so etwas gibt, aber das so zu sehen und wie einfach das geht. Und du richtest das ein, schnappst dir das Handy von wem auch immer, wenn du den Zugangscode hast. Und das kann, also wenn du deinen Partner überwachen willst, das kannst du in der Zeit machen, wo der unter der Dusche steht. 5 Minuten und du bist fertig. Das ist echt irre. Besonders unangenehm, die App ist so unauffällig, dass man es kaum merkt, wenn sie am Handy installiert ist. Das heißt, du machst dich jetzt mit dem Handy auf den Weg und tust, was du sonst auch tust? Und du schaust mir zu. Und ich schaue zu. Ich freue mich schon drauf. Manche Stalking-Programme tarnen sich als harmlose Apps, zum Beispiel für Eltern, um auf ihre Kinder aufzupassen. Wie oft solche Stalking-Programme installiert werden und wie oft die Besitzer der Handys nicht Bescheid wissen, darüber gibt es keine unabhängigen Daten. Das IT-Unternehmen Kaspersky verkauft Software, die solche Spyware auf Handys entdecken soll. Die Firma schickt uns diese Zahlen. 2018 haben 143 Menschen in Österreich unfreiwillig eine Spy-Software auf ihrem Handy entdeckt. 2019 waren es schon 242. Klingt nicht viel, weil es sich bei den Zahlen aber nur um die Nutzer einer Antivirensoftware handelt, dürfte die Dunkelziffer viel höher sein. Was ich da schon mal ganz easy kann, ist alle Anrufe nachverfolgen, die der Paul getätigt hat. Also ich sehe da ganz genau, wann er wen angerufen hat und wie lange der Anruf gedauert hat. Das finde ich jetzt noch nicht so spektakulär, damit habe ich schon irgendwie gerechnet. Was ich richtig creepy finde, die Anrufe werden auch automatisch mit aufgezeichnet und ich kann die einfach so abhören. Hallo Paul. Hallo Micha. Währenddessen treffe ich Matthias Jax. Er ist IT-Experte bei saferinternet.at. Von ihm will ich wissen, ab wann digitales Ausspionieren illegal ist. Ganz wichtig ist immer die Frage zu stellen, weiß die Person, dass sie überwacht wird oder nicht. In dem Moment, wo die Person eben schon nicht mehr weiß, dass sie überwacht wird, fängt man schon an, sich natürlich in einen eher illegaleren Bereich zu bewegen. Wer andere Menschen ausspioniert, macht sich strafbar. Es ist auch verboten, auf diese Art gestohlene Fotos an seinen Freundeskreis weiterzuschicken. Das kann man bei der Polizei anzeigen. Wie man an die Daten kommt, ist dabei egal. Es macht keinen Unterschied, ob es eine Spy-Software war oder ob man einfach das Passwort weiß. Sind wir zu offenherzig, auch was Vertrauenspersonen und Menschen, die uns nahestehen, betrifft, mit unseren Passwörtern, die wir hergeben? Wir sind auf jeden Fall zu vertrauensselig, wenn es um Passwörter geht. Wir versuchen ja, wir von Safer Internet, Kindern und Jugendlichen von Anfang an schon mitzugeben, Passwörter ist ein Geheimnis, das gebe ich nicht weiter. Wenn jemand was von mir will, dann mache ich das gemeinsam oder ich zeige ihm gemeinsam das Smartphone, aber ich gebe nicht einfach mein Smartphone weiter. Also dank der Standortbestimmung weiß ich ganz genau, wo sich der Paul die letzten 24 Stunden so herumgetrieben hat. Ich habe das da ganz genau mit Uhrzeit, mit dem Link zu Google Maps, also ich kann mir das wunderbar auf der Karte anschauen. Und ich weiß auch, dass der Paul gestern nach dem Dienst offensichtlich Hemden kaufen war. Ich habe da eine Nachricht an Schatz mit dem Text: Hallo, grau, blau oder Geschirrtuch, was meinst du? Ja, sie kann alles in den Sinn mitlesen. Für welches Hemd haben Sie sich dann schlussendlich entschieden? Ich bin froh, dass ich was angehabt habe in diesem Moment. Ich wende mich an einen Forensiker, der die Datenspuren am Handy auswertet. Ich weiß ja, dass ich auch spioniert werde. Echte Stalking-Opfer wissen das nicht.
Wie verhindere ich sowas? In den 10 hundertprozentig verhindern können Sie nie etwas, weil es kann auch passieren, dass Sie mit einer gefakten E-Mail, was Sie bekommen, den falschen Link anklicken und dann irgendwo draufklicken. Es kann immer etwas passieren, aber solange Sie erstens Ihr Handy immer up-to-date halten mit den letzten Security-Updates und schauen, dass Sie das Handy auch nie entsperrt einer dritten Person übergeben, kann in dem Sinn sehr, sehr wenig mit Ihrem Smartphone passieren. Herr Meixner wird mein Handy auswerten. Aber noch lebe ich damit und ich weiß nicht, wie viel von meinem Leben Kathi sieht. Bevor ich mich jetzt auf den Heimweg mache, schaue ich noch, was der Paul eigentlich gerade so treibt. Ich kann nämlich tatsächlich auf seine Kamera zugreifen und ich probiere das jetzt einfach mal. Ja, und da ist er schon, der Paul, jetzt gerade in diesem Moment. Schaut aus, als würde er irgendwas essen. Ich glaube, es ist Kuchen. Das heißt, ich kann, um das nochmal deutlich zu machen, aus der Ferne mit meinem Handy seine Kamera auslösen. Und spätestens jetzt bin ich der Meinung, das ist vollkommen verrückt. Wahnsinn. Run. Genug. Es reicht. Ich drehe den Spieß um und spioniere die Spionagesoftware aus. Michael Meixner hat alle gespeicherten Dateien und Programme am Handy analysiert und ausgewertet. Was wir festgestellt haben, ist, dass am 9.3. eine Software nicht durch den Play Store installiert wurde und downgeloadet wurde, sondern über den Browser. Das ist für uns einmal eigentlich unser erstes Alarmzeichen. Welche Berechtigungen hat diese App? Was kann meine Kollegin alles auslesen? Sie konnte alle ihre E-Mails lesen. Alles, was Sie in Ihren Kalender eintragen, sei es jetzt Rechtsanwälttermine oder was immer zur Scheidung dann notwendig ist, hat sie natürlich dann auch sofort. Read SMS, sobald Sie eine SMS senden oder verschicken. Sie weiß auch ganz genau zu jeder Sekunde, wo Sie wirklich ganz genau sind, auf 10 Meter. Und auch der Keylock im Hintergrund würde auch sogar Ihren PIN von der Elba-Software dementsprechend auch mitprotokollieren. Und wie werde ich das jetzt wieder los, was da drauf ist? Am sichersten werden Sie das los, indem Sie das Smartphone auf Werkseinstellung zurücksetzen oder wenn es wirklich kein hochwertiges Smartphone ist, das ist ganz einfach, austauschen und ein neues verwenden. Das ist die allersicherste Variante. Ich weiß, dass du alles weißt. Ich weiß tatsächlich alles. Die Frage ist ja, hättest du was davon bemerkt? Nein. Hätte ich nicht einen Experten, der das ausgelesen hat und mir gesagt hat, das und das ist drauf und das hast du gesehen. Nein. Ist auch nicht mein Handy, das ich gewohnt bin, wo ich weiß, wie lange der Akku hält, wo ich weiß, wie warm es wird, wo ich weiß, was los ist. Nein, keine Chance. Ich muss auch tatsächlich sagen, ich war geflasht davon, was alles geht. Das heißt, was lernen wir daraus? Ein geschenktes Handy ist gefährlich und Passwörter weitergeben sowieso. Und das wird jetzt auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Bye bye, Spyware.